Das ist das Blue TV Fußballquiz 2021. Wir haben jeweils ein Duell 1 gegen 1. Wir spielen jeweils 3 Szenen ein. FC Zürich gegen den FC Luzern. Das ist Salim Khelifi gegen Varol Tasar in unserem Blue TV Fußballquiz 2021. Wir haben den Silvan Hefti, der in diesem Quiz auch mitgemacht hat. Einer, der von der Ostschweiz zu den Berner gewechselt hat und im ersten Duell gegen seinen Ex-Club hat er die folgende Szene gehabt, wo er zum Abschluss kommt aus 14 Metern. Wer oder was verhindert das Goal vom Silvan Hefti? Ja, Varol Tasar bitte, Luzern. So, ich glaube mal, Latte. Das ist absolut richtig. Der Lorenz Atti Sigi, der sich da lang macht. Aber die Latte, die hilft ihm eben auch noch ein bisschen, dass da das Gegengoal nicht fällt. Es war aber so, dass in Runde Nummer 4 bei den Berner Young Boys ein gewisser Fabian Rieder sein Profidebüt gegeben hat. Und wenn einer einen guten Match macht, sein Debüt gibt, dann kommt er oft nach dem Spiel eben auch zu uns ins Interview. Gut anhören, er hat Folgendes gesagt. Ja, ich denke, der grösste Unterschied ist natürlich physisch. Der grösste Unterschied ist physisch. Das stimmt so jetzt nicht ganz. Er hat sich dann ein paar Sekunden Zeit genommen und hat noch ein bisschen nach dem richtigen Wort gesucht. Wie viele Versuche hat er noch unternommen, um aufs richtige Wort zu kommen? So viel vorneweg. Er hat es dann nicht ganz geschafft. Salim Khelifi, bitte. Ich würde sagen, nach zweimal. Sehr gut. Haben Sie das Interview noch im Kopf? Haben Sie es damals gehört? Nein, leider nicht. Aber einfach so gesagt. Also in dem Fall gut geraten. Das ist die absolut richtige Antwort. Wir hören uns schnell die Auflösung an. Ja, ich denke, der grösste Unterschied ist natürlich physisch. Physikkeit. Also er hat das Wort jetzt nicht ganz gefunden. Es ist eingegangen als das Nebelspiel der Berner Young Boys in der Europa League auswärts in Sofia. Und darum stellen wir eben genau auch die Frage, das ist die Situation unmittelbar vor dem Goal. Der Torschütz hat den Ball schon am Fuß. Wer schiesst sein Goal für die Berner Young Boys? Bitte auf Luzern. Ich würde mal raten, der Enzami. Wie kommen Sie jetzt auf die Antwort? Ja, ich glaube, der beste Torschütze, der in der letzten Saison, wo IBK hat. Und ich denke mal, das erste reingehauen hat. Es ist richtig, da muss man gar nicht blöd nachfragen. Das ist die richtige Antwort. Jean-Pierre Nzame hat sein Goal geschossen für die Berner Young Boys. Das Duell zwischen Luzern und dem FC Zürich geht zugunsten der Innerschweizer.